hier ist keine Late Night Show, denn die haben wir ja beendet und rebootet und wir befinden uns gerade irgendwie so vage im Limbus. Und wir dachten, wir probieren einfach mal was ganz Neues, Revolutionäres aus und reden einfach jeweils über ein Produkt in einem Video. Total krass, da wäre sonst außer uns niemand drauf gekommen, das jemals so zu machen. Und das Produkt für dieses Video heute ist Grimmes Erwachen. Das ist eine kleine Abenteueranthologie für Shadowrun in der 5. Edition, erschienen bei Pegasus Press. Und es ist eine Sammlung von drei Abenteuern, die Märchenthemen aufgreifen sollen in Deutschland, also in ADL, der Allianz Deutscher Länder, im Shadowrun-Setting. Also, das heißt Hightech, Cyberpunk, Zukunft plus Magie, wo die Märchen sich dann einbetten lassen. Die drei Abenteuer, Spuk in der Wolfsburg, Zucker für die Kinder und Ring aus Feuer, greifen tatsächlich in dem Sinne nur ein wirkliches Märchen auf, eine Geistergeschichte und eine Sage. Kurioserweise ist dann der vierte Teil in diesem Buch eine Zusammenfassung davon, was es eigentlich für verschiedene Märchen gibt, was der Unterschied zwischen Märchen, Legende und Sage ist und wie das Ganze funktioniert. Das ist eigentlich tatsächlich sehr schön gemacht, mit einer Übersicht. Und jeweils Beispielen dafür, was ist ein klassisches Märchen, wie sehen Märchen in anderen Ländern anders aus, dass zum Beispiel italienische oder französische Märchen einen anderen Aufbau haben, was ist ein Kunstmärchen, ein Beispiel zum Beispiel von Hans Christian Andersen, was sind Volkssagen und so weiter und so fort. Aber dann die als Märchen erklärten Abenteuer sind tatsächlich nur in einem Fall auch nach Definition dieses Bandes Märchen. Spuk in der Wolfsburg, da geht es um eine Geistergeschichte und darum, dass der Bürgermeister von Wolfsburg gestorben ist an einem Herzinfarkt und die Runner, die man spielt, beauftragt werden herauszufinden, ob es damit sich jetzt das wirklich einfach nur ein Herzinfarkt war oder ob da irgendwie noch was anderes im Gebüsch ist und zu gucken, wie es seinem Erben geht. Denn tatsächlich das Bürgermeisteramt scheint quasi einfach an Erben vergeben zu werden, denn es ist tatsächlich sein Verwandter, der als nächstes den Job übernimmt und gleichzeitig auch die Burg, die Wolfsburg. Und mit der scheint irgendetwas Seltsames zusammenzuhängen. Da gibt es Geistersichtungen und dergleichen. Die Leute müssen rausfinden, was hat es mit diesem Geisterphänomen auf sich und wie könnte das mit dem Tod des alten Bürgermeisters zusammenhängen. Das ist relativ klassische Geistergeschichte, die sich auch mehr oder weniger einfach dadurch lösen lässt, dass man ein bisschen Untersuchungen anstellt, rausfindet, was hat es damit auf sich und sagt, okay, folgendes, es ist ziemlich einfach zu lösen. Zucker für die Kinder ist dann das tatsächliche Märchen und es ist eine Umsetzung eines klassischen Themas von Kindern, die in einen verwunschenen Wald gehen, in ein Hexenhaus, weil sie dort mit Süßigkeiten gelockt werden und dann will dort jemand sie essen. Und verlegt wird es in den Schwarzwald, der in Shadowrun ein erwachter Wald ist. Das heißt, dort ist unglaublich viel Magie unterwegs. Es gibt magisch erwachte Tiere, Bäume, ganze Regionen, die irgendwie einem feindselig gesinnt sind oder lebendig geworden sind. Und immer wieder werden Kinder durch Träume und Visionen in eine stillgelegte Süßigkeitenfabrik gelockt. Und man wird darauf aufmerksam und soll nachforschen, was da los ist. Und im Endeffekt muss man einfach gucken, was treibt sich darum und es erledigen. Ring aus Feuer, dann ist das mit den meisten kuriosen Twists. In dem Sinne, als dass es erstmalig darum geht, dass eine junge Frau in ein Koma gefallen ist, nachdem sie offensichtlich mit ihrem orkischen Freund von Metamenschenfeinden, den Rassisten der Zukunft, die sich nicht mehr über Hautfarbe aufregen oder Herkunft, sondern darüber, ob man jetzt Hörner hat oder vorstehende Eckzähne. Es gab eine Begegnung mit denen und eine Schlägerei offensichtlich. Irgendetwas ist passiert, sie ist ins Koma gefallen und man soll herausfinden, was da los ist. Und dann passieren komische Dinge, wie dass auf einmal auf Pferden reitende Frauen über den Himmel ziehen und Fußballer aus einem Trainingszentrum entführen, nachdem diese bei Trainingsspielen verloren haben. Und es geht in eine etwas wagnerische bzw. Nibelungenrichtung. Und damit haben wir dann die ganze Sagensache mit drin. Alle diese Abenteuer haben zu eigen, dass sie erstaunlich geradlinig sind. Also es sind wenige Schritte von, das ist euer Auftrag, bis hin dazu, das Ganze aufzulösen. Und es ist wenig irgendwie darüber geschrieben, was alternativ passieren könnte oder in welche andere Richtung es gehen könnte. Und vor allen Dingen, es sind unglaublich viele direkte Vorlesetexte, die meiner Ansicht nach teilweise unnötig übergriffig sind, den Leuten sagen, was passiert, wo sie sich befinden, wie sie reagieren. Und höchstens wurde dann mal zwischendurch eingefügt wird, hier können die Leute reagieren oder so etwas. Hier zum Beispiel all das von Sag's ihnen ins Gesicht, all dieser kursive Teil ist Vorlesetext. Das und geht auch hier noch weiter. Das ist nicht sehr interaktiv für ein Rollenspielabenteuer und irgendwie ein bisschen sehr altmodisch auf seine Art und Weise. Und
Auch wenn tatsächlich teilweise interessante Ideen da drin sind, gerade zum Beispiel beim Ring aus Feuer mit dem Nibelungenthema und der unterhaltsamen Auflösung der Frage, warum auf einmal Walküren Fußballer entführen und wie das Ganze mit dem Mädchen im Kummer zusammenhängt, ist es auch so, dass ich gedacht hätte, dass man aus dem Thema mehr rausholen kann. Also direkt das Cover bringt hier Cyberware, eine Cyberhand und der Apfel ist gleichzeitig eine Granate. Ich hätte gedacht, dass tatsächlich auch der Cyberpunk-Anteil von Shadowrun in diese Märchen mit reinkommt. Aber tatsächlich sind es wirklich einfach magische Phänomene und es ist nicht so, dass irgendwie mit den anderen Aspekten der Welt gespielt wird. Das ist vermutlich einfach das Designkonzept auch gewesen. Nimm die ganzen magischen Sachen, die erwachten Wälder, die Geister und sonst irgendetwas und Feen, die da rumgucken und macht mit denen was Märchenhaftes. Aber ich hatte irgendwie mit was anderem gerechnet, weil das Setting auch einfach so viel mehr bietet. Man hätte dann die Hexe muss zum Beispiel kein Geist sein, sondern die Hexe hätte zum Beispiel auch irgendeine einflussreiche Runner-Figur sein können, ein Herr Schmidt, der irgendwie Leute zu sich lockt oder jemand, der Leute tatsächlich verkauft und dann einen Menschenhandel aufgemacht hat oder so etwas. Man hätte das, glaube ich, düsterer und shadowrunniger machen können. Insofern, wenn man das im Hinterkopf behält, dass es relativ geradlinige Sachen sind, dass man wahrscheinlich selber noch einiges daran ausarbeiten muss. Das Buch ermutigt einen auch dazu, sagt einem direkt schon im Vorwort, nimmt diese Sachen und ändert daran so viel, wie ihr wollt. Und dass man es rein theoretisch auch in einem anderen Setting als Shadowrun spielen könnte, weil es eigentlich tatsächlich nur um übernatürliche Anteile geht und überhaupt nicht um den technologischen und den sozialkritischen Anteil von Shadowrun, dann kann man damit auf jeden Fall was machen. Auch hinten gerade der Teil mit der Übersicht, wie funktionieren Märchen, was gibt es eigentlich verschiedene und wie könnte man sie verwenden. Das ist auch ganz nett, aber insgesamt habe ich so ein bisschen das Gefühl, man hätte mehr draus machen können. Es ist etwas auf Sparflamme gekocht. Auch die Illustrationen es ist alles schwarz-weiß, die Illustrationen sind relativ einfach gehalten und auch nicht besonders viele. Es ist eigentlich ein sehr spannendes Thema, gerade für die deutsche Version von Shadowrun, für die Sachen für die Allianz deutscher Länder und naja, ich hätte mir eigentlich einfach irgendwas erwartet, das mich überrascht. Anstatt, aha, man hat Märchen genommen und hat sie als Märchen umgesetzt und dann geht man hin und tötet die Hexe. Dementsprechend sind es dann am Ende 6,5 von 10 möglichen Punkten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zur nächsten Meldung aus dem Limbus.